So siehst du eine Eisbergorder. Und zwar im folgenden Bild hier ist eine Eisbergorder. Wo ist sie denn? Wie kann man sie sehen? Ich zeig's euch. Schaut mal hier, hier wurden 86 Kontrakte gehandelt, 1458, 2453, 439 und da kam dann irgendwann der Bruch, aber es wurden immer noch 673 Kontrakte hier gehandelt. Hier sehen wir ganz, ganz kleine Eisbergorder. Nichts, null, keine Käufer und wir sehen richtig großes Volumen auf einem Preis. Das ist alles ein Preis. Und das ist eine Eisbergorder. Und jetzt sage ich euch, ich habe im Level 2 Daten, also sprich im Orderbuch gesehen, dass da 13, 80, 15, 73 Kontrakte liegen. Es wurde immer wieder nachgefüllt. Es ging bis kurz auf null, tack, und dann wurde wieder nachgeschoben, wieder nachgeschoben, wieder nachgeschoben. Und dementsprechend konnte das Level hier einfach nicht gebrochen werden, bis endlich diese Eisbergorder vollkommen, aber wirklich komplett gefüllt wurde. Sprich, der Markt testet diese Eisbergorder immer und immer wieder an. Und man hat es auch sehr schön, sehr, sehr schön gesehen, dass zwar immer wieder ein gewissermaßen Druck wegkam von der Eisbergorder, aber dann immer wieder schön nach unten reingepresst wurde. Das heißt, dass auch da wieder nachgelegt wurde, immer wieder schön mit Limiten. Hier wurde dann der Preis mit Limiten nach unten gedrückt. Das ist auch sehr, sehr interessant, aber das kann man sehr, sehr gut sehen. Und somit hatten wir einen verengenden Kanal, ich hoffe, grün geht, ja, einen verengenden Kanal, das immer enger wird. Unten wurde gehalten durch die Eisbergorder, die hier passiv kauft und oben durch die passiven Verkäufer. Und das sehen wir hier sehr, sehr schön, weil erstmal hier alles grün ist und hier unten ist es ganz dick, dick, dick rot. Und somit haben wir hier oben einmal pressende Limite, die nach unten schieben und hier einfach eine dicke, dicke Eisbergorder, die den Markt hält. Wer gewinnt? Naja, das weiß man nie. Im Nachhinein sehen wir aber, die wurde gebrochen, diese Eisbergorder. Und dementsprechend habe ich einfach hier einen schönen, schönen Sell-Stop gelegt, habe mich einstoppen lassen, habe ganz aggressiv nachverwaltet und bin von Roundabout von da bis circa hier hingekommen und habe einen recht risikolosen Trade, weil ich wusste, hier drückt jemand enorm gegen eine Eisbergorder. Und wenn diese Eisbergorder fliegt, kann ich ein paar Ticks mitnehmen, recht risikolos. Natürlich nicht komplett ohne Risiko, aber recht risikolos. Und das ist halt das ganz, ganz Tolle, wenn man mal so eine Eisbergorder findet, dann ist es oftmals ein Geschenk. Besonders dann, wenn ich noch sehe, dass jemand anders, kann nur eine Institution letztlich sein, die hier wirklich mit Limiten den Markt wieder nach unten presst. Ganz, ganz interessant. Aber das ist tatsächlich ein Geschenk, wenn man es sieht. Man findet es zwar jeden Tag, man muss aber halt vom PC sein und muss es sich einfach anschauen.